Hey, yo, Freunde der guten Unterhaltung. Ich bin Tim, Eloy Lexitus, und ich bin Mitorganisator vom Deutschlandcup. Und ja, es ist in letzter Zeit hier so ruhig darum geworden. Der erste Cup ist hinter uns und wir wollen natürlich, dass es weitergeht mit vielen weiteren Cups. Und es ist immer zurzeit nicht ganz so möglich, da ich mit einer Abiturvorbereitung bin und da dann halt lernen muss. Fühle mich aber sehr gut vorbereitet. Und Seva, der Mitorganisator, selber in Bad Honnef, da wo er studiert, muss sich da selber um das Studium kümmern, um seine Bar da kümmern. Hat da dann auch recht viel zu tun, deshalb kommen wir im Moment nicht dazu, dass wir hier irgendwas Neues organisiert bekommen. Aber ich denke, das ist so gegen Osterferien hin, wenn wir beide wieder ein bisschen mehr Zeit haben, wieder so ein bisschen ins Rollen kommt, dass wir mehr Turniere haben. Und ja, dazu werden auch im Moment bin ich fleißig auf Sponsorsuche. Ja, das ist so das Erste. Und alle weiteren Infos, wenn ihr daran teilnehmen wollt, wenn ihr dieses Video seht und ihr sagt, wir haben Bock auf ein Turnier, trauen uns aber noch nicht so wirklich mit den ganz Großen mitzuspielen, sondern weil bis jetzt beim Deutschlandcup waren auch viele dabei aus dem unteren Elo-Bereich. Und ich finde, jeder sollte mitspielen. Auch die, die in Bronze spielen, sollten die Chance haben, bei so einem großen Turnier dran teilzunehmen. Viele haben auch oder bei so einem Turnier dran teilzunehmen und viele trauen sich vielleicht nicht, bei diesen riesengroßen Turnieren mitzuspielen. Und ja, wenn ihr auf jeden Fall mitspielen wollt oder Infos darüber haben wollt und dann in näherer Zukunft dann euch entscheidet mitzuspielen, dann liked die League of Legends Championship Deutschland Seite. Link wird es auch in der Beschreibung geben. Und liked die Seite, dann werdet ihr auf jeden Fall über alle Infos informiert. Und auf meinem Kanal, auf dem Eloel Exitus, den seht ihr hier, ebenfalls darunter, werden die ganzen Turnierspiele hochgeladen, sodass ihr so euch, wenn ihr nicht bei den Livestreams dabei sein könnt, euch die nochmal anschauen könnt. Und ja, bei mir ist jetzt so hier gerade 8 Uhr, 9 Uhr abends und strahlend blauer Himmel war heute, war perfektes Wetter, hat mich draußen in der Sonne ein bisschen entspannt und mal gedacht, ach komm, soll hier diese Gruppe ja nicht total einrosten, beziehungsweise jetzt ja die Seite, und mach's einfach mal ein kleines Infovideo für euch, damit ihr auch auf jeden Fall auf dem Laufenden seid. Und ein Gedanke, ein Klick, da wird es reichen. Bis dann.